Ja! Haha! Wer hat denn am meisten getötet? Also, Alter, die zweite Knüppelwaffe ist die Idee gewesen, ey. Hey Leute, hier ist der Aldemar, der Landlose, der Obdachlose, der Größte aller Großen, das Königreich, was keiner sehen kann. Aber, ich bin so arm. Warten, warten, ach so. Ach, guck mal, vielleicht werden sie irgendwann alt genug. Genau, Sieger zurückkommen, King Stunella, bitte auch. Don Luca nicht, Bastian der Tapfere. Kaishi aus dem Norden. Novente Schwierig ist gefangen bei Steppenbanditen. Ja, dann viel Spaß dabei. Oh ja. So, das noch. Sehr schön. Tja. Dann haben wir halt alles wieder verloren. Wäre ich doch bloß nach Tubelis gegangen. Einfach zu Burg Tubelis gehen. Man geht zu seiner stärksten Burg und wartet ab. Ja. So, was passiert? Guck mal, hier ist Vlander, hier können wir wieder anheuern. Oder wir sparen ein bisschen. Oder wir rekrutieren einfach. Oder auch so. Da sind wir wieder. Wir sind so arm, oh ja. So jämmerlich arm. So jämmerlich arm sind wir. Aber irgendwann werden wir wieder stärker werden. Vielleicht. Ja, aus dem wird Imperiale, deswegen sind die doof. Auch dämlich eigentlich, dass nur aus dem Imperiale werden, man sich das nicht aussuchen kann. Na gut, los geht's. Auf zur Unendlichkeit. Mein Trupp leidet Hunger. Tja, wir suchen jetzt mal einen Lord. Das wollte ich jetzt sowieso mal machen. Helden. Clans. Warte, kann ich das auch nicht gucken, wer mich am meisten mag? Sortieren nach Rang, Stärke, Vermögen. Helden. Verhältnis. Andruta von Forenkarts Clan. Oh, warte mal, das sind die. Das sind meine Verwandten, ne? Alter, guck mal, die sind bei Arasarai. Aber die mögen mich? Verhältnis 76. Hallo. Und sie ist sogar der Anführer. Nee, es ist der hier. Send Message. Messenger. Fragen wir den mal. Was ist denn das für ein Clan? Forenkarts-Clan. Eine Adelsfamilie des Reichs. Ja, da ruft eine Freundin, gefährlich im Feind zu sein. Die lieben mich. Die... Dinox Eckhart. Eckhart Wende. Der liebt mich auch. Aber wo ist denn meine Frau? Herr. Können wir die alle mal ein bisschen anquatschen. So, wir brauchen Essen. Habe ich geholt? Habe ich vergessen. Entschuldigung. So, das hätte ich schon vorher machen sollen, aber ich hatte einfach nie Zeit. Jetzt haben wir die Zeit. Jetzt müssen wir das mal versuchen. Oh, Karawane der Verschwörung. Die ist noch unterwegs. Das können wir jetzt vergessen. Hier, glaube ich, 60 Leute dabei. Nee. Was habe ich denn hier noch so? Ich hätte auch die ganzen Pferde noch verkaufen sollen. Immerhin haben wir 209.000 Kohle. Ja? 209.000. In Ordnung. Also. I don't think I know you. Du kennst mich nicht, aber du liebst mich. Ich würde zu einer möglichen Angelegenheit eine Hilfe brauchst. Ah, der hat eine Quest. Gut, ich habe vor einigen Zeit einen Söldnertrupp angeheuert, aber normalerweise besitzen Söldner eine eigenartige Art von Ehrenkodex. Wenn man sie bezahlt, kämpfen sie für einen. Wenn nicht, dann ziehen sie weiter, aber diese hier haben eindeutig klar gemacht, dass sie Räuber werden. Wenn ich den Vertrag nicht verlängere, dann kann ich momentan... Okay.
Ihr steht im Ruf, Grobian gut zurechtzukommen. Vielleicht könnt ihr sie mir abnehmen, einen anderen Fürsten finden. Okay, machen wir. Aber... Weißt du, jetzt machen wir eine Quest für den. Direkt nochmal einen hinschicken. Ich meine, ich kann ja einfach irgendeinen Nord nehmen. Guck mal, ob das überhaupt geht. Nein, nicht da! Ei? Haha, schon erledigt. So, gucken wir mal, die anderen Lords was von mir wollen. Ich bin mit meinen derzeitigen Lehnsherren zufrieden. Weder euer Geldbild noch eure Beziehung. Ich glaube, ich brauche auch 100, wenn ich das richtig verstanden habe, mal. Okay, weiter geht's. Ja, wir müssen einfach mal ein bisschen fragen. Es kann auch sein, dass wir Burgen dafür brauchen. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Well. Ihr seht ja alle gleich aus. Was ist denn los? Ach, das ist der, der Rebell. Wir sollten Frieden schließen. Ja, den bei mir reinholen. Das wäre doch die Idee. Ach, das geht leider nicht. Das ist schade. Er existiert auf jeden Fall immer noch. Das ist lustig. My heart is glad to see. Okay, Oleg. Okay, der ist eine Armee. Gut, dann müssen wir erstmal weitermachen. Wir brauchen erstmal wieder eine gute Armee. Also das Wichtigste ist, wenn wir... ich glaube, wir müssen eine Rebellenstadt erobern. Und wenn wir eine Stadt haben, dann haben wir auch Geld. Dann können wir auch mal eine zweite Armee gründen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, sind wir arm. Ich kann ihr sagen, maximal 100. Das wird ja Kingstonella, wenn ich ihr sage. Dann wissen wir alle, wen wir meinen. So, Pansen zurück. Don Luca, Novent ist immer noch... ist immer noch gefangen. So, Quartiermeister. Speer. So, zack. Mal wieder alles richtig machen hier. Was passiert denn, wenn wir alle Krieg erklären? Das soll ja schon passieren. Kommt 84 gegen 39 Waldbanditen. Könnte eng werden. Aber könnten wir einfach auswürfeln. Guck mal, die sind auch echt lahm. Das heißt, die haben viel Zeug dabei. Oh, wir haben nur einen Toten? Boah, die können wir rekrutieren. Aus denen können wir barbarische Mördermaschinen machen. Batanische Mördermaschinen. Oh, guck mal. Ja, ich war lange nicht mehr hier, ne? Jo, die machen wir jetzt erstmal alle weg. Habe ich noch genug Essen? Oh, schade. Wir bleiben jetzt mal nur bei Fußtruppen. Wir bleiben jetzt erstmal nur bei Fußtruppen. Ich versuche mal eine richtig krasse Fußarmee zu machen. Ja? Wir müssen dafür aber ein paar mehr Pikenträger haben. Oder irgendwas mit Speeren. Novent ist frei. Können wir auch die Karawane wieder aufsetzen. Aufsetzen. Ja, auf dem Herd. Und wieder Geld einbringen. So, wie viele Fernkämpfer habe ich denn überhaupt jetzt schon? Von standardmäßigen? Gar nichts. Ah, wir haben ein bisschen... Ich meine, ein bisschen Pferde brauchen wir schon. Ich meine, jetzt gar nicht... Ist auch blöd. Aber so ein bisschen, ne? So 20 oder so, wenn man ein bisschen rumreiten kann. Aber so nicht die Bogenschützen angreifen zu können, ist schon krass schlecht. Ich glaube, dann könnten wir auch verlieren, wenn wir eben nicht die Masse haben an Pferden. Ach, das ist schon... Schon ein bisschen doof. Weißt du, so ein Mördertrupp Nahkampfsäue. Oh,
Bannerritter, ja, ich meine, wir könnten auch einfach danach gehen. So richtig harte Hunde. Okay, dann Karawane. Warte, wir müssen erst mal wieder zurückrufen. Da. Aha, Pansen ist noch unterwegs. So. 264. Gut, dann brauchen wir jetzt mal noch mal ein bisschen. Ach, hier haben wir nur sowas hier. Nimm mal Reitpferde mit. 20. Lol, okay, hier sind 64. Das ist echt nicht schlecht. 32.000. Aber egal, so schlimm. So viel passiert da eigentlich auch nicht. Ja? Gehen wir mal nach Oxal. Tja, das ist jetzt vorbei. Aber jetzt hat man genug Einheiten gehabt. Aber ich hab's schon wieder vergessen. Ich will Esel haben. Pferd. Hallo, ich bin ein Pferd. Oh, hier, Schwertschwestern. Ah, Gefangene wollte ich mal behalten. Mich mal ein bisschen hier rekrutieren. Müssen wir weiter fragen, ob jemand bei uns mitmachen will. So, jetzt kurz überlegen. Also, meine Gewerben muss ich umändern, weil es in den Städten verschiedene... Das habt ihr mir geschrieben, das fand ich ganz hilfreich. Warte, erstmal... warte, kurz. Ostikan war, glaube ich, scheiße, ne? Also, bei Kvayats... Ach, die wurde geplündert, ja. Die ist aber eigentlich ganz gut, die würde ich jetzt erstmal so... Vielleicht erholt die sich noch. Zuletzt Betrieb vor 4 Tagen. Uiuiui. Ja, eigentlich. Aber ich finde, das steht jetzt aber noch mit den Stufen nicht. Hier ist mal nicht. Lohn. Ostikan. Komm, wir gehen nochmal bei Ostikan gucken. Ah, Pansen der Gnadenlose ist wieder da. Wie gnadenlos. Das Gute ist, ich kann eine Armee machen. Die nehme ich jetzt mit. Okay, jetzt gucken wir mal kurz, ob ich... Ne, sie hat eine größere Truppengröße. Ich meine, Pansen oder Sieger sind halt super, super Anführer. Superpe! Wir müssen jetzt erstmal unsere Armee wieder voll machen. Na, Novent, da ist er. Oh ja, sehr gut, die Bombe. So, Burg Tilby.
Nicht Burgtirby, Entschuldigung. Wir machen es bei Ostikan. Na, wir warten auf Rebellen. Da geht's hin und dann komme, was wolle. Komme, was wolle. So, dann nehmen wir das noch. Dann gehen wir reden. Silberschmied. My greetings, bla bla. So, du Schmierlappen. Ja, ich weiß, eigentlich hätte ich noch die Ausrüstung machen müssen. Guck mal gerade. Der ist, glaube ich, noch da, oder? Ne, ist schon weg. Schon ist er weg. Okay, dann. Woran sehe ich nochmal, welche Läden es hier gibt? Gebundene Dörfer. Horska, Kanak, Remal. Das Eisen. Oh, das ist das Silber gewesen. Ich habe es vergessen. Silber. Flachs, Salz, Bier, Keramik, Eisenerz. Ich meine, vielleicht versuchen wir doch nochmal einen Silberschmied. Ups. Ach ne, es gibt doch hier, warte. Da. Und die Olivenpresse in Quajatz scheint. Pass auf, da machen wir einfach mal. Komm, wir machen einfach mal Samt. Probieren es mal. Einfach mal umstellen. Achso, wir können noch einen rekrutieren, ne? Das sollten wir langsam auch mal machen. Obwohl, vielleicht, wir können noch ein bisschen warten. So, wir haben genug Unternehmen. Unterstützer, da muss ich jetzt auch mal gucken. Wen haben wir denn hier so? Komm, wir quatschen mal so ein bisschen. Ich könnte mal mit, kann ich nicht mal mit dem König sprechen? Wir schicken einen Boten, damit er mit mir spricht. Rede mit mir. So, nochmal mit dem Clan von Sieger sprechen. Nochmal gucken, was der nochmal zu sagen hat. Ne, das ist Sieger selber. Ja, die wollen halt gar nicht raus, ne? Können wir sehen, ob irgendjemand landlos ist? Da null. Irgendwie sowas hier. Wer ist denn Janserit? Die haben gar nichts. Geht nicht. Guck mal, die haben gar keine Lehen. Und dann würden die doch wahrscheinlich hier Sargots rebellen. Es geht aber nicht. Palidios. Oberit. Komm, wir reden mal mit dem. Das ist halt überhaupt kein Verhältnis, ne? Ne, guck. Ah, ne, hier. Machen wir mal Mollarn. Der Hecki? Ne, ich glaube nicht, dass Hacker tauscht. So Riesenclans. Guck mal, der ist ziemlich klein hier. Eh gerade, aber. Ich guck mal. Weiter geht's. Ups, geht schon los. Yours is not a face. Baron Hackard. Ich bin Hackard aus dem Hause de Mollarn. Muss ich es auf 100 haben. Da müssen wir halt noch mal ein bisschen questen oder Geld in den Rachen schaufeln. Oder wir gehen einfach mit der Option My greetings to you. Zweite Armee von uns. König der Pferd. Ich habe gehört, dass ihr möglicherweise... Oh, da wäre etwas vom Jahr größtenteils im Feldzug beschäftigt und nicht zum gekommen, meine Ländereien zu besuchen. Oh, ja, machen wir. Pacht eintreiben. Welche Dörfer sind das? Das sind wahrscheinlich die letzten Dörfer, die überhaupt noch besitzt. Dann machen wir das noch eben nochmal mit dem. What is your name, Strength? Wir haben.
Ihr müsst doch alle mich lieben. Was ist denn hier los? Ich bin doch der Großlord Aldemar von Gottwalter, der größte aller Großen. Meine Lehnsherren erstrecken sich von Ost nach West. Bis zum Horizont. In meinen Vorstellungen aber nur noch. Hey. I don't think I know you. No, I don't think you know me. I'm the... Ach, guck mal. Da sind die irgendwie noch asiatischer als sonst. Ist das auch vielleicht so wie bei Benny Salen oder Clan Jawal? Irgendwie so eine ethnische Kulturfraktion, die nur als Söldner oder so existieren? Ah, du bist mit deinem Lehnsherrn zufrieden. Hm, ich sehe schon. Ich sehe schon, klar. Natürlich, natürlich. Ah, wir müssen einfach nochmal ein bisschen Questen machen. Jetzt machen wir erstmal den Dertert. Rolund und Hongard. Rolunski. So, Kingstonella. Vogt. Der Sold und die Verbesserungskosten für Söldnertruppen werden um 25% reduziert. Die Effektivität von Stadtprojekten steigt um 10%. Gefangene und Truppen bieten Tragekapazität, als wären sie normale Truppen. Aha. Mal Baugeschwindigkeit. Baugeschwindigkeit. So, noch ein bisschen Fernkampf rein. Ein paar Wikingers. Ein paar mehr Freiwillige. Alter, jetzt bin ich wieder questen, wie so ein Tagelöhner. Tagelöhner mal. Ich meine, wenn ich so 60 Pferde habe und der Rest ist Kampf. Dann müssen wir mal gucken, wie das finanziell so geht. Wenn unsere Armee voll ist. Und die sind noch nicht mal aufgewertet. Steuern eintreiben. Los geht's. Befehlt den Rest der Truppen die Jugend des Dorfes in die Flucht zu schlagen. Befehlt euren Truppen, die Jugendlichen nicht zu verletzen und versucht die beiden Seiten zu trennen. Wir bleiben mal ein bisschen nett. Sehr schön. Ja, Steuereintreiber, ne? Gnadenlose Steuereintreiber. Die Schande der Nation, an jeder Nation, gehasst von allen Menschen eines jeden Landes. Ah, es geht los. Okay, bei Baltakant natürlich schon wieder. Gut, wir haben ja sowieso sonst nichts zu tun. Das Dorf sagt euch, dass die meisten Dorfbewohner nicht genug haben, um euch restliche Steuer zu zahlen. Sie bieten euch Feldfrüchte und andere Waren an. Lädt das Angebot ab und dann treibt dich schon... Ja, egal, wir nehmen es an. Wir können dem ja das Geld geben. Ich glaube, das, was fehlt. Ich würde mal gerne Steuern eintreiben. In meinem Land. Ne? Das wäre mal was. Ich kann auch immer die Zahlungen erlassen. Und dann einfach dem da, ne? Der Zert. Warum geht denn das gerade nicht? Bei Garland gesehen. Er ist doch hier irgendwo. Toll. Und jetzt? Steht doch nicht warum. Ich meine, Krieg haben die nicht, oder? Gut, dann machen wir jetzt auf den Weg nach Baltakant. Wir können ja immer noch einen Boten schicken. Dann müssen wir jetzt mal gerade Essen kaufen, weil wir haben noch nicht mehr viel. Noch nicht mehr viel, vor allen Dingen. Das nehmen wir mit und das auch. Dann haben wir noch genug Platz und genug Essen. So, dann nach Baltakant. Überhaupt nicht weit. Am besten reiten wir durch das dürrische Hochland. Nein, Herr, bitte nicht die Eiswüsten.
keine Sorge, Männer. Es ist quasi, es fühlt sich an wie das Ende der Welt, aber es gibt Zivilisation. Aber es sind Nostogia, Herr. Ja, wir müssen ein bisschen Rücksicht zeigen. Wir dürfen nicht immer über die armen Stogia lästern. Aber ich bin eine Stogierin, mein Schatz. Oh, Sieger, natürlich. Die Stogia sind stattliche, reiche Landschaften, blühende Felder. Wenigstens haben sie Burgen und Land. Was war mal besser, jetzt nochmal ein bisschen Luft zu holen? Ich habe gesagt, wir gehen nicht Quajatz. Ja? Also beim nächsten Mal, ne, müssen wir einfach jede... Immer ausharren. Ich will mal gerade gucken, bis wohin gehen die? Bis Trushinik. Da sind wir wieder. Die sind beide geil. Alter, richtig harte Kerle. Und die Bogenschützen, die gehen zu den... Hier, Batanische Fianrecken. Da müssen wir die dann hin tun. Es gibt nichts Geileres. Doch, Helden. Der ist natürlich noch besser. Vielleicht hätte ich damals noch ein bisschen mehr mich einschmeicheln lassen. Hätte ich einschmeicheln sollen. Und ein paar mehr Bogenschützen. Ein paar mehr. Ja, ich glaube, wir müssen weg von dem Armbrust-Spam. Aber eigentlich sind sie so schön panzerbrechend. Und das ist doch schön. Aber wenn wir zu viele haben... Ja, bei Bogenschlachten, ja, braucht man ein gutes Balance von beidem. Hat man nicht mehr genug, um die Mauer zu verteidigen. Wird einfach alles eingenommen. Und Bogenschützen für die Mauern gibt es eigentlich... Ja, so viele braucht man gar nicht, um alles zu besetzen. Die meisten stehen dann alle irgendwo hinten rum. Ich glaube, es ist ein bisschen langsam. Aber das passiert. Ich glaube, wir können jetzt mal die Gefangenen verkaufen. Den Rest brauchen wir nicht mehr. Guck mal hier, Warcheck, Alter. Oh, guck mal. Es sind noch zwei, aber hatten nicht die anderen schon fast verdrängt. Hosen voll. Guck mal, Azarel wird auch schwach. Aber das ist natürlich interessant hier, also. Oh, hier. Oh, meine. Nein. Wie kann er nur? Ich heiße Aldemar, bin der Beste. Lasst mich durch. Immerhin machen wir noch Plus. Deswegen will ich keine Armee jetzt ausheben. Aber sobald irgendwo Rebellen sind, sagen wir Sieger oder Pansen, Armee machen. Und dann, ja, Schwertschwestern bitte, sehr gut. Ich finde nur bescheuert, dass die keine Helme tragen. Ist doch sowas von hohl. Damit man sieht, das sind Frauen, aber... Aber die Figuren, ich meine, die machen Damage und so, aber wenn die einen Feind in die Fresse kriegen, sind sie tot. Ne? Deswegen ist ja immer ein Filmen, finde ich das immer Banane, wenn die dann ihren Helm nicht mehr tragen. Weil, damit man ihren tollen Model-Face sieht oder so, ja? Oh, ich bin so schön. Ne? Das wichtigste Utensil eines jeden Soldaten, egal welcher Krieg der Geschichte. Okay. Ne? Irgendwann sind Helme ja nicht mehr so in gewesen, zu einer dämlichen Periode des, wir stellen uns in Linien auf und marschieren aufeinander zu und schießen. Aber davor war es eigentlich eher in, Helme zu tragen. Ne? Es war halt irgendwann out. So Granatsplitter und so. Egal, du stirbst ja wahrscheinlich sowieso. Ich meine, wir lassen die Leute in Reihe und Glied aufeinander zumarschieren. Langsam, wenn sie sich über den Haufen schießen und du einfach nur innerlich betest, dass du nicht an der Reihe bist, der gerade über den Haufen geschossen wird. Und dann in dem... Ne? Ist einfach mal... Ist mir jetzt einmal gerade mal so in den Sinn gekommen. Das ist auch Imperium. Das ist alles Imperium. Alter, Stogia ist fast down. Das ist gar nicht mehr Imperium. Interessant. Ist aber ein bisschen scheiße, dass Imperium so stark ist. Was ist eigentlich genau meine Aufgabe? Das Imperium zu vernichten, ja? Damit endgültiger Niedergang des Imperiums, bla bla bla, sollten sie weniger als 4 Siedlungen haben. Was bringt mir das bescheuerte Drachenbanner denn überhaupt? Dachte, ich kann damit irgendwie locker Leute überzeugen oder so. Ey, guck mal hier, ich habe einen Drachenbanner.
Vielleicht passiert da noch irgendwas. Ist das das Versteck? Ach, das ist ein Steppen. Warum sind hier oben Steppenbanditen? Ach gut, das sind ja Steppen. Ist nur gerade Winter. Ja, willkommen in einer Wir-laufen-von-A-nach-B-Folge. Im Schneckentempo. Ich glaube, wir müssen wieder mehr Kavallerie holen. Weil, so geht das nicht. Da sind wir auch wieder schneller. Komm schon, komm schon! Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Tage. Ne, ich muss... Oh, der zerrt! Ne, klappt nicht mehr. Tja, so viel dazu. Vielleicht geht das nur alle paar Tage, nicht immer direkt. Tja. So viel zu unserem Einschleimen. Quest. Das habe ich jetzt nicht beachtet, dass das vielleicht der Grund sein kann. Ja, das geht schief. Egal. Ah, jetzt geht's. Vielleicht schaffen wir es noch. Und einen davon. Sehr schön. Und los geht's. Yeah, am Schnee. Guck mal, das mit dem Gras haben sie geändert. Das ist nicht mehr so komisch schattig. Oh, Gott sei Dank. Ey, ein bisschen aufpassen hier. Der Einrad mit seinem Riesenknüppel. Sehr gut, Rochus. Lass die mal alle kämpfen. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen mitkämpfen. Die sind stark gepanzert. Nicht, dass wir das noch verkacken. Mist, daneben. Aus den Füßen, aus dem Sinn. Aus den Schuhen, aus dem Sinn. Entschuldigung. Weißt du, Sprüche aufsagen ist nicht so meine Stärke. Selbst ausgedacht. Guck mal, es sieht richtig cool aus hier mit dem Stalaktiten und Stalagmiten. Die Stalagmiten und Stalaktiten dann oben und unten. Ich weiß nicht mehr, welche sind. Die Stalagdingens, sag ich einfach. Ich hab mal deinen Freund geheadshottet. Und daneben geschossen. Ich muss die Sensitivität wieder runterspielen. Ich bin zu schnell. Ist halt für den Nahkampf gut, aber für den Fernkampf auf Distanz nicht so. Guck mal, er weiß gar nicht, was passiert. Geht immer noch weiter, das gibt's doch nicht. Viel kann es aber nicht mehr sein. Ich glaube, Kaishi, wir werden dich mal von dem Bogen wegtun. So, jetzt geht's los. Jo, das wird jetzt was. Ich mache mal kein Duell. Nur weil ich Angst habe, ich könnte verlieren. Wir schaffen das schon. Bringen wir die Sache hinter uns. Reden kann jeder, wenn er noch so dringend besiegen wollte. Dann fordere ich euch zum Duell. So, und los geht's.
Wer hat denn am meisten getötet, Alter? Die zweite Knüppelwaffe ist die Idee gewesen, ey. Sehr schön. Alter, voll... Guck mal, wie so ein Puff. Alle voll bunt. Ah, das geht ja nicht. Ihr habt... Was stand da? Toll, wieder nicht gesehen. Die besten Quests ever. So ein bisschen hier warten. Ja, Rebellen wären schön. Don Lucas da. Warte mal. Ich habe einen. Habe ich das irgendwie verpasst? Ne, ist noch alles da. Gut, Gott sei Dank. Alles noch da. 32, ah, hier sehen wir alles. 32, 2. Ja, wir müssen das Imperium einfach platt machen. Ich meine, wir können es versuchen, nochmal Zionica platt zu machen. Die sind alleine. Aber wir sind noch nicht stark genug. Es wird noch dauern. Und ich glaube, bis dahin sehen wir noch Rebellen. Hansen, sehr schön. Truppen, Trupp erhalten nach jeder Schlacht 5% mehr Erfahrung. Einheit in einem Truppenschlacht 5 Kampfmoral. Einheit in einem Trupp startet mit 8 Kampfmoral, wenn ihr in Unterzahl seid. Bitteschön. Fokus auf Athletik. Tja, ob jetzt nochmal er kommt. Wahrscheinlich ist er aber fehlgeschlagen, der Bote. Ich glaube nicht, dass er noch ankommt. Steuern schicken. Ach, cool. Gott sei Dank. Sehr gut, weil ich finde das immer Banane, dass du zu denen hinrennen musst. So, dann wollten wir jetzt sowieso nochmal mit ihm reden. Pferde brauchen wir denn? Hier kann man bestimmt viele Pferde kaufen. Dann holen wir mal erstmal ein paar Maultiere. So. Schlachtrösser, Steppenpferde, Steppenschlachtrösser. Ihr bezahlt? Nee, ich bezahle nicht, weil wir verkaufen. Oh, ich habe einen Punkt in Handel erhalten. Jetzt haben wir 16. Oh, Gott sei Dank. Wir können mal weitermachen mit den Banditen unterschlüpfen hier. Hier ist eine Quest. Komm, wir fragen mal, ist das irgendwas mit Banditen ist? Sonst gehen wir da nämlich jetzt hoch. Nein. Alter, das Imperium ist voll die Seuche. Ich würde es aber eher interessieren, ob das Imperium sich nicht einfach mal einen neuen Imperator sucht. Imperella. Ah, entweder da. Ach nee, die eine Tante ist das, glaube ich, auch, ne? Imperatorin. Aha, das machen wir. Ah, ich kann noch Leute hinschicken. Kein Risiko des Fehlschlags. Ein Rad von Keks. Und den geben wir mit. Ach so, egal. Ah ne, das geht natürlich nicht. So. So, dann machen wir direkt die nächste Quest. Komm, dann machen wir jetzt mal richtig viel. Ein bisschen einschleimen, aber eigentlich müssen wir das in Blandia machen. Bringt die Herde nach Amprela. Blum, blum, blum. Hochussturm benötigt so und so viel abschlussmäßige Reitkunst. Kingsfinella, du schaffst das.
Nehme Pferde dafür. Sehr gut, weiter geht's. Ich darf jetzt nicht mehr rekrutieren, ich muss aufpassen. Ah, hier, der Terz. So, jetzt mal gucken. My greetings to you, too. Als mein Urgroßvater Osric Eisenarm, nämlich vom König vom Lande, erklärte, schickte uns der Imperator höchstpersönlich eine goldene Krone als Gefälligkeit. Für Geschenk eines Imperiums kann man nicht trauen. Wenn er wild und holende Knochen vorwirft, hat man davon. Gebissen wird. Ich habe den Großteil meines Lebens im Sattel vor den Belagerungen Festung verbracht. Früher dachte ich einmal, ich müsste zwar leiden, aber mein Sohn wird einmal im Frieden herrschen. So belügt man sich selbst. Es wird niemals Frieden geben. Mein Sohn wird herrschen und gegen seine Brüder und Vasallen kämpfen. Und nach ihm werden meine Enkel einander bekämpfen. Zumindest kommen sie als Könige und Prinzen in den Genuss eines trockenen Zeltes, guten Weines und einer weichen Bettstatt. Ja. Da ist nix. Mal gucken, was passiert. Nix. Tja. Hey. Der will mir nicht... Also, ich habe noch nie Dörfer überfallen. Ich bin der vertrauenswürdigste Typ überhaupt. So, wir gehen jetzt zurück nach Vlandia. Da haben wir wenigstens schon ein bisschen bei den Dörfern uns eingeschleift. Da machen wir jetzt noch mehr Quests. Und ich muss jetzt mal hier aufhören, Leute. 40 Minuten schon wieder. Wieder eine lange Folge. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mount & Blade Bannerlord. Ist jetzt wieder ein bisschen gechillt. Aber wir werden dadurch ja nur stärker. Also, bis dahin wie immer. Haut rein.